Was für ein unfassbarer Abend war das denn bitte schön gestern Abend? Gestern Abend haben wir das letzte Tasting in diesem Jahr gehabt und Thema war Gordon MacPhail und im Besonderen die Vorstellung der sogenannten Recollection Series, einer Serie, in der Gordon MacPhail ausschließlich geschlossene Destillen präsentiert und präsentieren wird. Das heißt, es wird auch weitere Abfüllungen geben. Wir wissen, dass nächstes Jahr im September es wahrscheinlich die nächste Runde geben wird, die wir auch wieder bei uns im Whiskyhaus präsentieren. Und ja, ich bin auch total geflasht von gestern Abend. Zum einen von den Leuten, die da waren. Es war wirklich harmonisch, es hat Spaß gemacht. Wir haben vier Gänge-Menü dabei gehabt. Der Willi und sein Team haben wieder gezaubert vom Allerfeinsten. Für mich persönlich Highlight beim Essen gestern Abend ein Steinpilz-Risotto mit Wachtelbrust und Parmesan-Espuma. Eine Geschmacksexplosion. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder löffeln. Ist aber leider nichts mehr da. Und gestern Abend war der älteste Whisky, den wir dabei hatten, ein 46 Jahre alter Banff. Und als ich den eingeschenkt habe, also wir hatten 1 und 2 CL-Sample-Möglichkeiten und bei den 1 CL-Sample-Möglichkeiten haben wir wirklich die Sachen auf Spritze aufgezogen und haben die halt per Spritze in die Gläser verteilt. Und was da schon nur beim Einschenken für ein Aroma aus der Spritze und aus den Gläsern rausgequollen ist, das war unfassbar. Aber für mich persönlich das Highlight des Abends, es gab einen Lochside, 40 Jahre. Und dieser Lochside, die Nase, hat mich sofort an alte irische Whiskys erinnert. Ein exotisches Fruchtkompott. Der Whisky war wie gemalt. Dass das alles, was da gestern Abend präsentiert wurde, in einer Preiskategorie unterwegs ist, die jenseits von Gut und Böse ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Also wir hatten gestern, ich glaube, sage und schreibe, drei Whiskys bei den acht Whiskys dabei, die unter 1.000 Euro lagen und alles andere lag deutlich über 1.000 Euro. Und muss alter Whisky immer extrem teuer sein. Das ist so ein bisschen unsere Zeit, ja, alte Whiskys werden immer seltener. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute am 18. Dezember unser 18. Türchen aufmachen kann und euch sagen kann, ich habe euch einen 50 Jahre alten Whisky mitgebracht. Und wenn ich euch jetzt sage, dass dieser 50 Jahre alte Whisky bei uns, nein, stimmt gar nicht, wir haben den gar nicht im Verkauf gehabt, ich habe ihn nur zugekauft. Bei 399,90 € gelegen hat, dann ist das natürlich meilenweit entfernt von einem Banff 46 Jahre, der glaube ich bei knapp 4.300 € mittlerweile liegt. 399,90 € für 50 Jahre Whisky-Geschichte. Und für alle die, die 50 Lenzen schon überschritten haben, die können ja einfach sich mal fragen, was ist in diesen 50 Jahren, Entschuldigung, was ist in diesen 50 Jahren alles passiert? Was habe ich schon erlebt? Ja, und jetzt überlegt euch, da liegt ein Fass in Schottland 50 Jahre in einem Lagerhaus, was an dem alles vorbeigeflogen ist, ja, was für Tragödien es überstanden hat mitunter, ja. Ich finde das immer ganz faszinierend, sich zu überlegen, wie lange so ein Fass da liegt, bis wir dann irgendwann in den Genuss kommen dürfen, so etwas zu probieren. Und was habe ich euch mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht einen North of Scotland, abgefüllt in der Wild Label Series von Sansibar. Es ist ein Bourbon Cask, es ist limitiert auf 344 Flaschen. Es ist ein Single Grain Scotch Whisky, destilliert 1971. Noch 40,4 Volumenprozent. Und wie gesagt, Fläschchen lag bei 399,90 €. Die erste Nase, die ich habe, ist unglaublich sanft. Ich habe Marshmallow, ich habe Marzipan.
Ich habe eine schöne vanillige Toffeesüße. Aber bevor ich auf den Whisky näher eingehe, vielleicht ganz kurz ein klein bisschen was zu North of Scotland. North of Scotland ist eine Brennerei heute, die klassisch Grain produziert, die aber, als sie entstanden ist, 1957 gebaut wurde als eine Brennerei, die beide Spielarten bedienen sollte. Also sowohl Grain Whisky als auch Single Malt in der Brennerei. Oder es fing eigentlich schon ziemlich lustig mit dieser Brennerei an. Die Brennerei ist auf dem Reißbrett gezeichnet und geplant worden und Bauanträge entsprechend gestellt worden. Und so eine Brennerei braucht natürlich eine gewisse Höhe, damit die Brennblasen reinpassen und die ganze Technik und Co. Ja, und dann hat man die Brennerei angefangen zu bauen und hat dann festgestellt, als sie quasi fertig gebaut war, oh, die Brennblasen sind ja viel höher, als wir gedacht haben. Die Brennerei ist zu niedrig. Und dann hätte es jetzt mehrere Möglichkeiten gegeben. Der Weg, den wahrscheinlich die meisten gegangen wären, einen neuen Bauantrag stellen und die Brennerei nochmal nach oben hin öffnen und irgendwie erweitern. Und der Architekt ist damals ganz clever gewesen. Er hat gesagt, nee, Bauantrag stellen wir nicht mehr. Wir machen einfach Folgendes. Wir graben in den Keller runter. Also sind die hingegangen und haben dort, wo sie ihre Brennblasen hingestellt haben, große Löcher gebuddelt und haben die Brennblasen im Boden quasi versenkt, damit die Brennblasen überhaupt in die Brennerei reinpassen. Die Brennerei war immer so konzipiert, dass das, was dort rauskommen sollte, als klassischer Grain Whisky, als klassischer Blend verkauft werden soll. Und so gab es die Produktionslinie Grain Whisky, die wohl zu ihren Anfangszeiten am Tag fast 2700 Liter Destillat erzeugen konnte. Und darüber hinaus gab es den Bereich der Maltproduktion, damals genannt Strathmore. Also wenn irgendjemand eine Flasche Strathmore in seinem Regal finden sollte, Leute, das könnte was wert sein. Strathmore ist aber nicht lange produziert worden. Man hat irgendwann gemerkt, man konzentriert sich besser ausschließlich auf Grain. Das heißt, die Brennblasen sind rausgekommen. Dafür ist, glaube ich, damals ein größerer Boiler oder sowas eingebaut worden. Und heute ist das eine klassische Grain-Brennerei, meines Wissens nach im Besitz von Diageo, die halt für die Blenderindustrie produziert und wo hin und wieder solche Perlen entstehen. Wie der Whisky, den ich hier im Glas habe. Und während ich meine Nase ins Glas halte, bin ich der Meinung, ne, habe das bestimmt schon das ein oder andere Mal gesagt, Michael Jackson, der Whisky-Buchautor, hat irgendwann mal in einem seiner Werke geschrieben, man sollte Whisky so lange im Glas in Minuten atmen lassen, wie er in Jahren alt ist. Also 50 Jahre Whisky gleich 50 Minuten atmen lassen. Ich habe den Whisky gefühlt vor 20 Minuten eingeschenkt und habe schöne, sanfte, weiche Noten und bilde mir aber ein, wenn ich ihm die 50 Minuten gegeben hätte, die ich leider einfach keine Zeit habe, weil zu viel noch zu tun ist, die würden ihm garantiert gut tun. Also wenn ihr das Fläschchen noch nicht aufgemacht habt, macht es auf, schenkt es ein, lasst es eine ganze Stunde atmen, geht immer mal wieder ans Gläschen und schnuppert und erfreut euch daran, was euch erwarten wird. Und ich bin ganz gespannt, wie er schmeckt. Auf euch. Auf einen schönen Sonntag. Auf einen schönen 4. Advent. Ja, wir haben heute den 4. Advent, ich fasse es nicht. Und passend dazu, welch Freude für meine Mitarbeiter, haben wir heute noch mal verkaufsoffenen Sonntag. Liebe Mitarbeiter, es ist der letzte, seid froh, dann gibt es erst nächstes Jahr wieder Verkaufsoffene. Wir sind heute nochmal von 13 bis 18 Uhr für euch da. Und für alle, die Langeweile haben und noch nicht so genau wissen, ne, was sie noch alles unter den Baum legen sollen, hier sind wir! Ganz sanft und weich. Alles, was mit Karamellnaschwerk und Marzipannaschwerk zu tun hat, ist hier da. Zu
zusätzlich die Vanillenoten. Der Alkohol ist fast schon likörartig. So weich, so cremig. Jetzt bilde ich mir ein, dass ich ein bisschen Lakritze noch mit dabei habe. Ja, total ölig, oldschool, süffig. Und für mich wieder ein megamäßiges Beispiel dafür, dass Grain Whisky einfach alles andere als schlecht sein kann. Ich genieße jetzt noch ein klein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, gucke noch ein bisschen in die E-Mails rein, wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent, freue mich, wenn wir morgen uns zum nächsten Video wiedersehen und ja, auf euer Wohl, bis morgen, ciao.